Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, wann nach meiner Meinung die nächste Duplizierungswelle kommen soll und wieso sie kommen soll. Und dann erkläre ich euch noch, warum und wie dieser Bug aussehen könnte. Also erstmal Leute, ihr wisst ja sicherlich alle, dass bald der Admin-Shop von Griefer Games eröffnet wird. So, wie ich Griefer Games kennen werde, werden sie irgendwelche Fertig-Plugins nehmen. Weil ich denke mal nicht, dass wirklich einer von den Developern programmieren kann, bis auf ein paar Leute können vielleicht gut programmieren oder denen erlaubt es abgenickt. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich denke mal, die werden wieder irgendwelche Fertig-Plugins nehmen. Da drin könnten wieder irgendwelche Fehler sein und irgendwelche Spieler könnten denn die Bots denn wieder im Prinzip austricksen, indem sie einfach ganz schnell auf Verkaufen klicken und dann halt wieder rausnehmen. Sowas in der Richtung. Also wenn man jetzt größere Mengen verkaufen will. So Leute, warum dieses Szenario sehr wahrscheinlich sein wird, weil Griefer Games bei fast jeder Neuanschaffung immer einen Duplizierungsbug hatte. Das hat auch was damit zu tun, dass auf Griefer Games einfach viel zu viele Spieler sind. Also es sind am Tag über 30.000 verschiedene Spieler online zwischendurch. Ihr fragt euch jetzt, hey, es passen doch gerade mal 3.000 auf dem Server, aber es joinen ja immer wieder neue und disconnecten welche. Am Tag sind es so 30.000 verschiedene Spieler. Auf jeden Fall, Leute. Griefer Games hatte bei jeder Neuanschaffung bis jetzt immer einen Bug. Und ich denke mal, dass es diesmal nicht anders sein wird. Ich glaube, dieser Bot wird für einen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der wird für einen Tag da sein. Und zwar am 24.04. 24.03. meine ich. Tut mir leid. Und das andere war, Leute, der Admin-Shop wird für eine Woche da sein. Und auf CD-Build 11. Gut, das Citybit spielt jetzt aber keine Rolle, weil ja überall dieselben Plugins drauf sind. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei dem Admin-Shop beim Kaufsystem irgendwas falsch laufen wird, womit man wieder Geld duplizieren kann oder womit man wieder Items duplizieren kann. Irgendwas in der Richtung wird auf jeden Fall wieder falsch laufen. Der Bug könnte zum Beispiel so aussehen, dass man jetzt, sage ich mal, ihr wollt jetzt 2 Stacks Beacons verkaufen und müsst ihr einen Impf tun, ja? Den holt euch einfach einen Autoklicker und verkauft und klickt ganz schnell auf Verkaufen und nehmt das in dieser Zwischenzeit wieder ganz schnell raus. Oder holt euch irgendwie einen Hack, der das automatisch leert, Leute, während er das verkauft. Das ist natürlich, muss man das ein bisschen timen, aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Ja, Leute, das war es eigentlich auch schon. Deswegen denke ich, dass bei dem Admin-Shop wieder ein neuer Duplizierungsbug sein könnte. Wenn da ein Duplizierungsbug auftreten wird, werde ich euch natürlich sofort darüber informieren. Deswegen könnt ihr jetzt gerne mal den Kanal abonnieren und gerne mal liken, Leute. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.